So, da sind wir bei der letzten Aufgabe für die Woche. Für die normalen Missionen, die Prestige-Missionen kommen ja erst noch. Wir sollen eine Zeitherausforderung abschließen, östlich vom Pleasant Park oder südwestlich von Salty Springs. Dazu gehen wir einfach wieder in Gruppenkeile. Gruppenkeile ist eigentlich Nonplusultra. Ich glaube, wenn es keine Gruppenkeile mehr gäbe, hätten wir echt ein Problem, was die Aufgaben betrifft. Aber so ist es eigentlich alles ziemlich simpel. So, wir gehen auch direkt rein in die Runde. So, dann noch was anderes. Ihr seht unten den Passive-Code. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr den knacken könnt, geht einfach in die Videobeschreibung mal rein. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und euch auch erkläre, wie ihr den Code knacken könnt, beziehungsweise wie ihr ausprobieren könnt, ob der Code aktiv ist oder der richtige Code ist, den ihr euch ausgesucht habt. Wie gesagt, guckt einfach mal rein und ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus, weil ich denke mal, dem einen oder anderen werde ich schon geholfen haben und du bist noch kein Abonnent. Also, Support, kein Mord. So, dann schauen wir mal. Also, die eine Möglichkeit ist einmal hier. Da ist die eine Zeitaufgabe. Und die andere ist hier unten, wo auch das Teleskop ist. Jetzt ist das Problem. Die Aufgabe habe ich mir jetzt hier schon mehrmals angeguckt. Ist recht simpel. Aber weil wir eh gerade hier sind, gucken wir einfach mal gerade, wie die hier ist. Ansonsten gehen wir halt gerade darüber. Wie gesagt, einmal hier, wo ich jetzt landen werde, und einmal hier drüben. Weil da drüben werden jetzt safe Gegner sein. Das wird, glaube ich, zu schwierig. So, gehen wir mal direkt runter. Ich weiß nicht, was das ist mit diesen Codierungseinstellungen. Jetzt habe ich schon wieder alles ein bisschen umgestellt. Immer noch Codierungsprobleme. So. Erstmal Hoverboard schnappen. Vorne einer sich das schnappt. So, jetzt muss ich gucken. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Nee, oder? Ist ja nicht wahr. Also müssen wir sie nochmal machen. Zack, zack, zack. Ich muss ja eigentlich auch zu Fuß gehen. Zack. Zack, 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 zack und zack. Also es geht auch ohne Hoverboard, wie ihr gesehen habt, ganz entspannt. So, ich hoffe, damit konnte ich euch schon mal weiterhelfen. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen looten, spielen die Runde noch gemütlich zu Ende. Und wenn ich dir damit helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Ihr helft mir, ich helfe euch. Alle sind glücklich. Von daher würde ich sagen, auf damit. So. Er hat hier die halbe Tankstelle auseinandergeholt. Man kennt ihn. So, gucken wir mal hier, was wir im Haus finden. Boah, jetzt zeigt ihr mir an, die Codierungseinstellung ist viel zu hoch. Ich verstehe nicht, was ich da noch einstellen soll. Ohne Quatsch. Ich habe mir jetzt mehrere Möglichkeiten angeguckt. Jedes Mal wird es gefühlt schlimmer als vorher. Ich glaube, ich mache mal einfach alles nochmal auf Standard, ey. So, das. Gucken, ob hier noch was im Haus ist. Ja, ich höre es schon. Gott, da will ich gar nicht wissen, wie gleich die Framerate ist, wenn ich auf Gegner treffe, ey. So.
Ich sag jetzt schon mal, wenn es halt überhaupt nicht funktioniert, ihr habt ja die Lösung gesehen. Und dann ist das halt mal eine kürzere Lösung. Aber wie findet ihr bis jetzt in der Woche die Wochenaufgaben? Also die einfachen Aufgaben und nicht die Prestigeaufgaben, sondern die normalen Aufgaben sind in meinen Augen zu leicht. Gut, ist hier auch wieder Mangelware. Boah, hier sind ja direkt drei Kisten. Ja, drei Kisten und nichts kann ich wirklich gebrauchen. Eine Pump wäre mal nicht schlecht gewesen. Wo ging es nochmal hoch? Ich vergesse das jedes Mal, wenn ich hier bin. Ne, hier war es nicht. Von wo kam ich denn hier nochmal? Da, da. Ah, hier. Oh, ernsthaft jetzt. Hä? Hab ich hier den Boden abgerissen? So. Haben wir uns noch vermetzt mit. Also Zone kann sie eher abhaken. Obwohl, wenn der Mech noch da ist, dann können wir es vielleicht noch schaffen. Hat denn jetzt noch einer kaputt gemacht? Da stand doch eben noch einer. Oh Mann, ey. Was ist das denn für ein Ehrenloser, ey? Das ist, glaube ich, auch schon zu spät. 46 leben jetzt nur noch. Da, die da. So, auf geht's. Oh ja, oh ja, oh ja. Vor allem hat meine CPU für Auslastung jetzt auf einmal so hoch ist. Und wir sterben ganz hoch. Man kennt ihn. So, schauen wir mal einfach, wie es jetzt wird. Wenn es zu sehr ruckelt, wie gesagt, muss ich halt abbrechen. Aber ihr habt ja gesehen, wo die Prüfung ist. Von daher. Ich glaube, damit haben wir schon die Antwort. Aim des Todes oder was? Ja, jetzt sagt er, ist alles in Ordnung. Ja, sobald wir wieder runtergehen Richtung Gegner. Geht gar nichts. Wir probieren es noch mal. Ist alles frisch gebaut. Ich weiß nicht, ob da einer ist. Natürlich. Natürlich hat er es nur auf mich abgesehen. Hammer, ey.
war aber einer nicht schlecht unterwegs. Und das einzigste Sinnvolle, was ich habe, ist quasi die MP. Ich dachte, der wäre AFK. Aber fürs Denken werde ich hier nicht bezahlt. Oh ne, hier will ich ja überhaupt nicht rein. Oh, Roboter, ey, du bist so laut. Immer so. Ah. Gucken, ob ich den finde. Boah, wer macht denn hier schon wieder Auge, ey? Dieses Gelege, gell? Vor allem hätte ich nun, was weiß ich, 200 Euro rechnen, dann würde ich es ja verstehen. Einfach nur ein reines Einstellungsproblem. Vielleicht finden wir hier mal eine Pump auf Krampf. Ja, komisch, so richtig lenken tut's ja nicht. Also es regt schon, aber nicht zu. Ich verstehe, ich sage, ich blick da bald nicht mehr durch. Was komisch ist, die Dinger sind komischerweise safe drauf. So, da war wieder der eigene Charakter im Weg. Ich muss sehen, würde von wo der schießt. Er schießt auf einen, der in der Luft ist. Ah.
Oh, das war wieder Leck des Todes, ey. Ich hätte keine Aim. Die habe ich jetzt schon 3-4 Mal gefunden. Wo war er denn? Ich liebe ja, wenn ich irgendwo sterbe, weiß nicht warum. Das ist jetzt so das zweite Mal, da ich den anvisiere und der mich auch anvisiert und dann wegholt. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Hab ich irgendwie Magneten an mir oder was? Toll. Ich glaube, die sind auch sehr lost. Egal, beide mitgeholt. Wie viel Kills waren es? 18. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit der Herausforderung. Ihr habt ja gesehen, easy zu machen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Wie gesagt, nicht vergessen, haut rein.